Mein Name ist Niklas Spielmeier und ich bin erfolgreicher Amazon-Verkäufer, weil ich Dinge grundsätzlich anders angehe als der Großteil aller Verkäufer und deswegen stets einen entscheidenden Vorteil habe, den du heute lernen wirst, den ich dir heute zeigen werde, die fundamentale Erkenntnis, die 99% aller Verkäufern fehlt und die es für dich möglich macht, dein FBA-Business 2020 erfolgreich aufzubauen. Ich habe mega Bock auf dieses Video, ich hoffe du auch, denn nach diesem Video wird dein gesamter Blickwinkel auf dieses Geschäftsmodell grundlegend sich verändert haben und du wirst wirklich wissen, worauf es tatsächlich ankommt. Also, wenn du Bock drauf hast, wenn du dein Leben verändern willst, dann schau dir das Video definitiv an und ich würde sagen, wir starten direkt los und tauchen. Was du heute lernen wirst, ist, was 99% der Anfänger falsch machen, und wie es das für mich und meine Teilnehmer so einfach macht, auf Amazon erfolgreich zu sein und damit unser Geld zu verdienen. Und der Grund, warum es nie besser war, mit Amazon FBA zu starten. Viele erzählen dir ja, es wäre zu spät. Für uns war es nie besser. Es ist einfacher denn je. Wie du dein Leben endlich selbst in die Hand nehmen kannst, das allerdings ist die grundlegende Veränderung, die du nach diesem Video spüren wirst. Also, ganz, ganz offensichtlich, sonst wärst du hier gerade nicht auf diesem Video, hast du erkannt, dass Onlinehandel die größte Chance aller Zeiten ist, sich sein eigenes Business aufzubauen, ohne irgendwie jetzt großartige Erfahrung vorhin zu haben oder gigantische Startkapitale aufbringen zu müssen. Ja, denn was wir momentan sehen ist, bis jetzt haben Leute im Laden eingekauft. Was wir sehen werden bis 2030 ist, dass vermutlich bis zu der Hälfte aller Produkte online verkauft werden. Wahrscheinlich siehst du schon selbst in deinem Kaufverhalten. Es ist unglaublich, diesen Trend. Das ist der Trend, der jetzt gerade passiert und an dem du partizipieren kannst. So, und ganz offensichtlich ist, und auch das ist der Grund, warum du auf diesem Video bist, Amazon der größte Gewinner davon. Und das Coolste ist, wir können von Amazon profitieren, denn über 50% aller Artikel, die auf Amazon verkauft werden, kommen von Menschen wie mir und vielleicht in Zukunft auch dir, die ihre Produkte auf der Plattform anbieten. Wenn wir einfach mal in so einen Paketwagen reinschauen, dann denke ich, sehen wir das. Man fragt sich manchmal, gibt es überhaupt noch andere Online-Shops oder irgendwelche Menschen, die Privatpakete versenden oder ist das wirklich nur noch Amazon? Ja? Gibt es überhaupt noch DHL oder ist das eine Tochtergesellschaft von Amazon? Frage ich mich manchmal, wenn ich in so einen Laden reingucke. Vermutlich bist du gerade an der Situation, du interessierst dich für dieses Thema, du hast dir auch schon einige Videos auf YouTube angeschaut dazu, aber irgendwie hast du noch nicht diesen Durchbruch gehabt. Ja, sonst würdest du nicht weiter auf YouTube gucken oder jetzt gerade dieses Video anschauen. Du hast noch kein erfolgreich laufendes Business. Irgendwas fehlt noch dir. Du bist dir nicht ganz sicher, vielleicht tust du schon Sachen, aber es kommt einfach nichts bei raus und du, ja, siehst dir immer diese Videos an und dann denkst du dir, ja, vielleicht macht es Sinn, du fängst an, es umzusetzen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Du bist nicht 100% von den Ergebnissen überzeugt. Und das hat auch einen sehr, sehr guten Grund. Denn fast niemand, und es ist keine blöde Übertreibung, sondern fast niemand versteht, was FBA überhaupt ist und worum es da geht. Das Grundkonzept, den Grundkern. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn ich mir auf YouTube die Videos von vielen Leuten anschaue, dann denke ich, es geht um Bewertung, Bilder, Einkaufspreise oder grundlegend die Konkurrenz, wie wir die schlagen können. Und das, all das, was dort steht, ist komplett ausgemachter Bullshit. Das ist Bullshit, das stimmt nicht, das ist komplett grundlegend falsch. Tatsächlich gibt es Dinge, die viel, viel, viel entscheidender sind. Ein System, was jeder, was du für dich und dein Business umsetzen kannst und was zu 100% funktioniert. Aber bevor wir dieses System anwenden können, brauchen wir diese entscheidende Erkenntnis, die ich dir in diesem Video geben möchte. Und diese Erkenntnis hat für mich damals entschieden, ob ich erfolgreich werde oder nicht. Denn ich war von meinem allerersten Produkt an extrem erfolgreich, weil ich es verstanden habe. Und das nur durch einen glücklichen Zufall. Bevor wir das machen, müssen wir einmal ganz kurz drei Fakten klären. Erster Fakt, der Erfolg eines Händlers, egal wo du verkaufst, misst sich immer am Produkt selbst, aber vor allem an der Fähigkeit, es zu verkaufen. Ja, es kommt nicht darauf an, was du einkaufst letztendlich, sondern es kommt immer darauf an, was du verkaufst. Das ist die grundlegende Basis des Händlers. Wichtig, und das musst du als erstes verstehen, ist, dass Amazon sich grundlegend unterscheidet als Plattform von den meisten anderen Verkaufs- und Vertriebsmöglichkeiten. Denn die Leute, die auf Amazon kommen und nach etwas suchen, die wissen schon, dass sie das Produkt kaufen wollen. Ja, jetzt als Beispiel, wenn jemand Zahnpasta auf Amazon sucht, dann will er auch eine Zahnpasta kaufen. Ja, sonst würde er nicht auf Amazon gehen und Zahnpasta suchen. Wenn du auf Amazon gehst und nach etwas suchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt kaufen möchtest und dass du dich schon entschieden hast, ein solches Produkt zu kaufen, sehr, sehr, sehr hoch. Im Grunde genommen simpel, die meisten Menschen verstehen das aber nicht. Und daraus kannst du eine Erkenntnis ziehen. Und zwar,
dass es nicht deine Aufgabe ist, den Kunden davon zu überzeugen, dass er Zahnpasta braucht. Und genau das machen 99% aller Verkäufer. Die versuchen, den Kunden von dem Produkt, was er gesucht hat, zu überzeugen. Was du aber tun musst, ist, ihn davon zu überzeugen, dass er deine und allein deine Zahnpasta braucht und deine Zahnpasta seinen Bedürfnissen gerecht wird, besser als die anderen Zahnpasten und sein Problem am besten löst. Du musst den Kunden nicht davon überzeugen, das Produkt zu kaufen, sondern deins. Ich werde das jetzt weiter ausführen, damit du diese Erkenntnis komplett bis ins letzte Glied verstehst, weil es nicht so einfach ist. Also, wenn der Kunde einen eindeutigen Vorteil in deinem Produkt sieht, dann ist es egal, wie viele Bewertungen deine Konkurrenz hat, wie teuer dein Produkt ist, ob es teurer ist als die Konkurrenz, ob deine Konkurrenz schöne Bilder hat oder nicht. Wenn der Kunde sieht, dein Produkt ist besser als das von der Konkurrenz, für ihn deutliche Vorteile hat, dann wird er dein Produkt kaufen. Du wirst damit den Markt outperformen, jede Konkurrenz outperformen, Gewinne machen, von denen die meisten Verkäufer, selbst langjährige Verkäufer, nur träumen. Hier einfach mal ein Beispiel, ein paar meiner Teilnehmer, die genau dieses System, diese Erkenntnis auch haben. 15.000 Euro Umsatz, 4.200 Euro Gewinn, 20.000 Umsatz mit dem ersten Produkt in einer Woche, 30 Einheiten in der ersten Woche an einem einzigen Tag verkauft, 8.000 Euro Gewinn, Bestseller mit nur 2 Bewertungen, alles gar kein Problem mit dieser Erkenntnis. Wie du dir auf Amazon einen deutlichen Vorteil vor deiner Konkurrenz verschaffst, nämlich indem du nicht das Produkt verkaufst, sondern dein Produkt verkaufst. Ich werde das gleich noch weiter ausführen. Und wenn du von Anfang an auf genau dieser Erkenntnis dein Business aufbaust, dann kannst du mit Amazon FBA den Traum, den du dir immer schon vorgestellt hast, leben. Die 4 Grundsäulen, die uns Menschen zufrieden machen, das ist finanzielle Unabhängigkeit, mehr Geld, mehr Zeit aber auch, Zeit für Dinge, die du wirklich liebst, für deine Familie zum Beispiel. Ja, Ortsunabhängigkeit, ja, du hast Freiheit, du kannst da sein, wo du möchtest, du kannst das tun, was du möchtest und Selbstverwirklichung. Du kannst das tun, was dich wirklich erfüllt. Und wenn du dir das damit aufbaust, dann kannst du langfristig dich von deinem Job unabhängig machen. Ja, du kannst aus diesem Hamsterrad ausbrechen. Schluss mit 9 to 5 bis 67 und deiner 50% Rente von einem ohnehin schon schmalen Gehalt. Du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt gerade zum Beispiel 3.000 Euro verdienst, wenn du in Rente gehst, dann wirst du nur 1.500 Euro Rente bekommen. Das Rentenniveau liegt bei unter 50% sogar in Deutschland. Und es wird nicht besser werden. Da wollen wir raus und das ist die Möglichkeit. Und jetzt hast du eine entscheidende Erkenntnis dazu gewonnen. Also, was brauchen wir, um das zu schaffen? Wir brauchen eine Verkaufschance. Ja, viele Leute nennen es auch das Produkt. Wir brauchen ein Produkt sozusagen. Und auch an dieser Stelle wieder, kein Standard-Bullshit werde ich dir jetzt hier erzählen. Das Produkt soll klein, groß, mittelgroß sein, was auch immer. Es ist doch völlig egal, wie groß das Produkt ist, wenn du damit am Ende ordentlich Geld verdienen kannst, deine Freiheit aufbauen kannst. Mir ist egal, ob das Produkt 100 Euro kostet oder 20 Euro kostet. Ja, wenn du damit Geld verdienen kannst, eine gute Marge und guten Gewinn hast, dann ist es top. Mir ist es egal, ob das outside of the box ist oder nicht. Ja, ob das 100 Bewertungen hat, 1000 Bewertungen hat oder 10.000 Bewertungen hat. Das spielt gar keine Rolle mehr. Was wir wirklich brauchen, was du wirklich brauchst, ist ein Produkt, was du dir leisten kannst. Ja, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, Autos zu verkaufen, dann müsstest du erstmal, sage ich mal, ein paar Autos natürlich einkaufen und dafür brauchst du Startkapital. Ja, das heißt, du kannst kein Produkt verkaufen auf Amazon, was zu teuer für dich im Einkauf wäre, was du dir nicht leisten kannst. Und der zweite Punkt ist, und viele Leute grenzen das immer komplett aus oder behaupten sogar das Gegenteil. Meiner Meinung nach brauchst du ein Produkt, mit dem du dich identifizieren kannst. Weil du willst nicht nur Geld damit verdienen, du willst auch Spaß an diesem Business haben. Du willst das langfristig machen, du musst Bock darauf haben. Und wenn du Produkte verkaufst, die du liebst, die du vielleicht selbst benutzt, mit denen du dir eine richtige Marke, eine Brand aufbauen kannst, dann wird dir das viel, viel mehr Spaß machen. Und Dinge, die uns Menschen Spaß machen, in denen sind wir automatisch besser. Du wirst gar kein Problem mehr haben, motiviert zu sein, jeden Tag an deinem Business zu arbeiten, wenn du das Produkt liebst, wenn du selbst davon überzeugt bist, was du verkaufst. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen aber die grundlegenden Eigenschaften. Und es sind genau 3. Du brauchst ein Produkt, das es dir ermöglicht, deinen Verkaufspreis abgekoppelt vom Einkaufspreis zu gestalten. Ohne dabei Umsatzeinbußen zu haben. Also ohne, dass deine Verkäufe einbrechen. Denn das ist das, was die meisten haben. Die kaufen ein Glas ein. Das Glas kostet beispielsweise
3 Euro, das Produkt kostet 3 Euro, und dann sagen, okay, alle Konkurrenten verkaufen für 10 bis 14 Euro und dann muss auch ich für 10 bis 14 Euro verkaufen. Da hast du aber kaum Marge abzüglich der ganzen Kosten von Amazon. Du musst ein Produkt haben, was du für 4 Euro einkaufen kannst oder für 3 Euro und für 20, 30 oder 40 Euro verkaufen kannst, denn dann ist richtig Gewinn drin. Und genau das ist möglich, wenn dein Produkt ein wirklich ernsthaftes Problem löst. Ja, jedes Produkt löst irgendein Problem. Ich sage zum Beispiel mal ein Handtuch, ja, mit dem du Geschirr sauber machst, das löst auch ein Problem. Aber dieses Problem ist nicht so ernsthaft, da wird der Kunde niemals ein Produkt für 100 Euro kaufen, wenn daneben ein Produkt ist für 10 Euro. Das wird er nicht machen. Dann muss das Produkt am besten das Leben des Kunden wirklich verändern. Was verändert das Leben des Kunden? Zum Beispiel hier, ich habe hier mal ein kleines Beispiel, Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, die kannst du anmachen und dann wird deine komplette Umgebungsgeräusche werden komplett ausgeblendet. Das bedeutet, selbst wenn du in einer lauten Umgebung bist, kannst du super Musik hören, du kannst im Flugzeug Musik hören oder du kannst einfach dich auch abschirmen von deiner Außenwelt. So etwas zum Beispiel verändert das Leben des Kunden und hat dementsprechend ein extremes Gewinn- und Verkaufspotenzial für euch. Ich erkläre dir gleich noch näher diesen wichtigen Kernbegriff Life-Changer. Und drittens sollte dein Produkt ein Lifestyle-Produkt sein und eine ganz bestimmte Zielgruppe haben. Zur Zielgruppe kommen wir sofort. Lifestyle-Produkt bedeutet beispielsweise etwas wie, es gibt in dieser Nische Leute, die das Ganze leidenschaftlich machen. Beispielsweise Skifahren. Skifahrer, das ist ein Lifestyle-Produkt, zum Beispiel Skier oder Helme. Da sind die Leute sehr, sehr gerne dabei, viel Geld auch auszugeben, sind bereit dazu. Wenn du beispielsweise, sind wir wieder dabei, ein Geschirrhandtuch verkaufst, Abtrocknen aus Leidenschaft machen sehr wenige Menschen. Und für dieses Produkt musst du dir eine bestimmte Zielgruppe suchen. Und jetzt kommt eine andere grundlegende Erkenntnis. Und zwar, es gibt zwei Arten von Kunden auf dieser Welt. Es gibt die, ich nenne sie die Ich-brauche-es-Kunden. Die schauen auf den Preis und die Bewertung. Das sind so Leute, die sagen, oh, ich fahre mal jetzt in Skiurlaub, ich will das mal ausprobieren und gucken eben nach Skiern. Dann gibt es die Ich-liebe-es-Kunden. Die schauen auf die Funktionalität des Produkts. Sieht das Produkt gut aus? Ist die Qualität von dem Produkt gut? Das sind die Leute, die vielleicht jedes Jahr einmal Skilaufen gehen. Ja, die kaufen sich nicht das Günstigste, sondern die sind auch bereit, viel Geld auszugeben, weil sie lieben, was sie tun. Hier einfach mal als Beispiel, damit du das besser verstehst. Der Ich-brauche-es-Kunde gibt 85 Cent für eine Zahnpasta aus. Der Ich-liebe-es-Kunde gibt 10 Euro dafür aus. Ja, dem sind die Zähne, dem ist die Gesundheit extrem wichtig. Der andere, der sagt sich, ja, okay, ich brauche Zahnpasta, damit ich nicht aus dem Mund rieche, aber der will jetzt keine, oder das ist nicht sein größtes Bedürfnis, strahlend weiße Zähne zu haben. Dann gibt es die eine Person, die sagt, okay, wir gehen mal für 1-2 Tage zelten, die kauft das Zelt für 36 Euro und die andere Person, ja, die geht leidenschaftlich, jeden Sommer gehen die zelten oder die gehen wandern in den Alpen oder sowas und brauchen da gute Qualität, die kaufen das Zelt für 70 Euro. Dann gibt es die Person, wo die Hecke mal wieder zu groß gewachsen ist und die denkt sich, scheiße, ich muss schon wieder da was abschneiden und was tun. Und auf der anderen Seite haben wir den Hobbygärtner, der die Hecke so beschneidet, dass das irgendeine Skulptur ist oder so und für die Heckenschere mal eben das Fünffache ausgibt, obwohl die Funktion eine sehr, sehr ähnliche ist. Ja? Dem die Qualität, das Design, vielleicht die Schärfe des Messers entscheidend ist. Und das ist der große Unterschied. Seht ihr diese Preis- und Verkaufsunterschiede? Und im Einkauf, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, sind die Produkte natürlich nicht direkt identisch, aber sehr, sehr ähnlich. Das heißt, auf der rechten Seite werden viel größere Margen und Umsätze erzielt. Und aus diesem Grund musst du immer, egal in welcher Nische, in welchem Produkt du verkaufst, dich an diese rechte Zielgruppe wenden. Du willst immer an die Ich-liebe-es-Kunden verkaufen, weil da steckt wirklich das Geld drin. So, jetzt möchte ich dir das Ganze mal anhand dieser Zahnpasta zeigen, was denn diese Verkäufer bei dieser Zahnpasta jetzt beispielsweise verkaufen. So, ich habe mal die 5 Bestseller rausgesucht und wir schauen uns einfach mal an, womit die werben für ihre Produkte. Zahnaufhellung, wirksame Aufhellung, 100% sicher, sichere Zahnpasta, gut. Und natürlich aktivieren sie den frischen Atem, Geld-Zurück-Garantie. Die verkaufen nicht ihre Zahnpasta, sondern die verkaufen Zahnpasta grundsätzlich. Weißere Zähne, 100% natürliche Aktivkohle-Zahnpasta, effektiver, frischer Minzatem und eine Gebrauchsanweisung. 100% natürlich, weißere Zähne, schützt den Mund, frischer Atem, Gesundheit. 100% natürlich, frischer Atem, Zahnaufhellung, es ist immer wieder das Gleiche. Seht ihr das? Und so ist das fast in jeder einzelnen Nische auf Amazon. Die Leute versuchen nicht speziell ihr eigenes Produkt, ihre Zahnpasta zu kaufen und dem Kunden weiß zu machen, warum ist diese Zahnpasta besser als die anderen, sondern sie versuchen ihm Zahnpasta im Allgemeinen zu verkaufen. Zahnaufhellung. Warum? Jeder Kunde weiß doch, dass Zahnpasta
dass wir das kaufen, um die Zähne aufzuhellen. Hier, das sind die Ich brauche es Kunden. Ja? Komplettschutz für gesunde Zähne mit erfrischendem Minzgeschmack. Ist übrigens genau das gleiche, mit was hier geworben wird. Und so ist das überall auf Amazon. Die Leute bewerben nicht speziell ihr Produkt, sondern sie verkaufen Zahnpasta. Diese Colgate-Zahnpasta sagt uns nicht, warum ich diese Colgate-Zahnpasta mir wählen sollte, anstatt einer anderen. Sie schreibt genau das hier rein, was alle schreiben. Die gleichen Funktionen, alles ist genau das Gleiche. Jeder verkauft hier weißere Zähne, Schutz für den Zahnschmelz, Kariesschutz, frischer Atem oder irgendwas Natürliches. Niemand fällt auf oder macht was Besonderes. Ja? Niemand verkauft Life Changer. Niemand zeigt dem Kunden, wie das Produkt, speziell sein Produkt, das Leben des Kunden verändert. Und das ist die größte und geilste Chance auf Amazon. Was könnten wir beispielsweise machen? Wir könnten reingehen und ein nie dagewesenes Mundgefühl verkaufen. Dass der Kunde sich so fühlt wie nach einer Prophylaxe beim Zahnarzt, die sonst 80, 90 Euro kostet. Sowas zum Beispiel würde sich doch cool anhören. Ja, zwischen den hunderten Zahnpasten, die alle genau das Gleiche schreiben. Alle verkaufen strahlend weiße Zähne, aber niemand schreibt, was dir das eigentlich bringt. Zum Beispiel, dass du attraktiver wirst, selbstbewusster wirst, dass du dadurch vielleicht sogar deine Traumfrau findest. Strahlend weiße Zähne verkauft jede Zahnpasta. Niemand verkauft dem Kunden, dass er wenn er seine Zahnpasta benutzt, Tee trinken kann, Kaffee trinken kann, Wein trinken kann, ohne dass sich seine Zähne dabei verfärben. Das verändert sein Leben. Er kann jetzt so viel Kaffee trinken, wie er möchte, ja. Er kann Wein trinken. Er muss sich keine Gedanken dazu machen, da Zahnsteine oder sowas zu bekommen. Ja, verhindert nachhaltig nervenden Zahnstein und teure Zahnarztbesuche. Niemand geht wirklich auf den Kunden ein. Niemand verkauft dem Kunden wie Zahnpasta, auch wenn er die gleiche Zahnpasta verkauft, das Leben des Kunden verändert. Sondern alle bleiben hier bei den gleichen Sachen stehen, weißere Zähne, Schutz, ja, was der Kunde sowieso schon weiß und wofür der Kunde sich schon längst entschieden hat zu kaufen. Der Kunde weiß schon, dass er eine Zahnpasta kauft. Und wenn wir dem Kunden zeigen, wie unser Produkt sein Leben positiv verändert, dann werden wir, und das verspreche ich dir, überdurchschnittliche, deutlich überdurchschnittlich vom allerersten Tag an Umsätze, Margen und Gewinne erzielen. Und das Allercoolste ist, niemand tut das auf Amazon. Geh durch die Nischen durch, niemand tut das auf Amazon. Und das ist die allergrößte Marktlücke, die es im Einzelhandel, da wo Geld verdient wird auf der Welt, jemals gegeben hat. Das ist die allergrößte Chance überhaupt. Also Leute, ich hoffe, ihr seid hier bei mir und habt auch gerade Gänsehaut, weil das ist wirklich crazy. Das ist die größte Marktlücke, die größte Chance überhaupt. Es gibt aktuell, wir haben zwei Arten von Kunden und wir haben zwei Arten von Verkäufern. Wir haben erstmal die Chinesen und die riesigen Retailer. Ja? Die haben meistens relativ billige Produkte, ja, die können viel günstiger anbieten als wir. Die haben relativ schwaches Marketing. Ja? So, das sind ungefähr 40% der Verkäufer. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite die Person, die du bis jetzt werden wolltest, dieser FBA-Seller, die versuchen, schönere Bilder zu machen, die Vorteile des Produktes herauszuheben, das, was man so auf YouTube hört. Das sind so 59%, vielleicht sogar ein Ticken mehr der Verkäufer. Ja? Und dann haben wir hier diese beiden Arten von Kunden. Wir haben auf der einen Seite die Ich-brauche-es-Kunden, 50%. Ja? Die geben so für ein und dasselbe Produkt, jetzt einfach mal als Beispiel, maximal oder bis zu 20 Euro aus. Und die Ich liebe es Kunden, die geben bis zu 50% aus. So, und jetzt wird's interessant. Da steht nur 30% Ich liebe es Kunden. Denn diese Gruppe, die unterscheidet sich noch einmal in zwei Unterkategorien. Aber vorher möchte ich dir eine Art von Verkäufer vorstellen, die es jetzt noch gar nicht gibt. Ja, oder wenn vielleicht bis zu 1% existiert. Das ist das, was ich tue, was die Leute bei mir im Programm tun. Ich nenne diese Art von Verkäufern die Unstoppable Seller. Wir verkaufen Life Changer. Okay? Und wir vermarkten die Produkte an eine noch kleinere Untergruppe, in der ich liebe es Kunden. Und zwar, ich nenne diese Gruppe die Ich will es Kunden. Das sind ungefähr 20% des gesamten Marktes. Das heißt, eine gigantische, das ist eine sehr, sehr große Gruppe. Ja, 20% beispielsweise, sagen wir mal, in der Rucksacknische sind insgesamt im Monat 500.000 Euro Umsatz. Das heißt, 100.000 Euro würden rein theoretisch auf diese Ich-will-es-Nische entfallen, aber es gibt noch gar niemanden, der an diese Leute hier vermarktet. Niemand verkauft das. Und der Ich-will-es-Kunde, der gibt bis zu 100 Euro aus. Das ist der Extreme. Ja, das ist der richtig, richtig Extreme. Und genau hierhin willst du deine Produkte verkaufen. Du willst ein Unstoppable Seller sein, denn hier sind die größten Margen, die größten Gewinne und die wenigste Konkurrenz drin.
So, ich möchte dir jetzt noch einmal ganz genau zeigen, wer die Ich Willis-Kunden sind. Ja, beispielsweise, wir haben Fußbälle. Wir haben jetzt einen Fußballspieler, so, da gibt es den einen, ich brauche es. Das sind zum Beispiel die Eltern, die kaufen ihrem 5-jährigen Kind einen Fußball für 5 Euro. So, jetzt gibt es denjenigen, der spielt im Verein, der macht das Ganze leidenschaftlich, hobbymäßig, der gibt schon 5 oder 6 Mal so viel für seinen Ball aus. So. Und jetzt gibt es die Freaks, die Jungs, die Profis werden wollen. Ja, die wollen mit den gleichen Bällen spielen wie die Leute in der ersten Liga. Die geben für so einen Ball 120 Euro aus. Das ist schon mehr als das 20-fache von diesem ersten Kunden. Natürlich kostet dieses Produkt auch etwas mehr im Einkauf, aber die Margen sind hier gigantisch groß. Anderes Beispiel, Autos. Eine sehr ähnliche Funktion, die gleiche Nische, aber ein völlig unterschiedliches Produkt und eine völlig unterschiedliche Zielgruppe. Es gibt die Leute, die ich brauche als Kunden, die geben 1200 Euro für ihr Auto aus. Dann gibt es die Leute, die ich liebe als Kunden, die wollen echt ein schickes Auto, die wollen damit auffallen. Die geben 40.000 Euro aus. Und dann gibt es die Leidenschaftler, für die das Auto alles ist im Leben. Ja, das sind die Skifahrer, die jedes Jahr vielleicht 2-mal fahren, ja, die schnellen Pisten runterfahren. Das ist der Hobbygärtner, der Skulpturen aus seiner Hecke schneidet. Das gibt es fast in jedem einzelnen Markt. Und das ist so extrem interessant. Und die geben das 20-fache, das 30-fache, das 40-fache für ein ähnliches Produkt aus. Und genau die können wir targetieren, denn fast niemand hat sich auf Amazon in dieser Nische hier platziert und es sind 20% des gesamten Marktes. Im klassischen Einzelhandel wirbt Mercedes natürlich mit mehr Fahrspaß, mehr Komfort, geileres Auto, mehr Sound, wehende Haare im Wind. Ja, die verkaufen das Gefühl, die verkaufen dem Kunden, wie so ein Mercedes verhältnismäßig zu einem anderen Auto ihr Leben verändert. Der Amazon-Verkäufer schreibt bei dem Mercedes 4 Reifen, 2 Spiegel, 2 Lampen, 1 Lenkrad und schreibt bei dem linken Auto, was nur 1/160 des Verkaufspreises ist, genau das gleiche hin. Und das ist diese gigantische Chance. Also, fassen wir das Ganze kurz zusammen. Die Vorteile von Life-Changer-Produkten sind, du hast quasi keine Konkurrenz. Niemand verkauft und vermarktet ein Produkt, wie es das Leben des Kunden verändert. Nirgendwo. Such mir ein einziges Produkt raus, was es macht. Und wenn du eins gefunden hast, dann weißt du, dass es eins meiner Produkte ist oder dass es ein Produkt einer meiner Teilnehmer ist. Dann zweitens, extreme Umsatzpotenziale. 20% der Kunden wollen genau dieses Ergebnis haben. Die wollen dieses lebensverändernde Gefühl haben. Aber bisher finden sie das nicht in dem Markt. Das heißt, ja, meine Oma würde sagen, das ist ein Sechser im Lotto. Du musst nur hingehen und musst das Produkt richtig vermarkten oder musst das Produkt diese Positionierung richtig finden. Und der dritte, und das ist der geilste Vorteil, der richtig Spaß macht, wenn man das Ganze umsetzt, du hast luxuriöse Margen und maximale Gewinne. Die Einkaufspreise, wie gesagt, die sind ähnlich, die werden vielleicht doppelt so hoch sein bei einem qualitativ hochwertigeren Produkt. Die Nebenkosten sind die gleichen, der Versand und so, die Produkte sind ja gleich groß. Ich sag mal, ob eine Heckenschere jetzt 25 Euro kostet oder 5 Euro, die ist gleich groß. Der Versand kostet genau das Gleiche. Aber der Verkaufspreis ist 2 bis 5 Mal höher, dementsprechend sind die Margen gigantisch. Das ist der Grund, warum die meisten Leute kein Geld auf Amazon verdienen, weil sie das hier nicht verstehen. Ich kenne viele Leute, die machen gute Umsätze, ja. Die haben sogar teilweise Ahnung, aber sie verstehen die grundsätzliche Erkenntnis, die du in diesem Video gerade lernst, nicht. Und du hast jetzt dieses Wissen. Und damit sind solche Sachen möglich. Und das hier ist der Grund, warum ich selbst FBA mache, warum ich selbst erfolgreich auf FBA bin und warum ich seit über einem Jahr Menschen beibringe, was ich weiß, weil es verdammt nochmal erfolgreich ist. Und das hier ist einer meiner Teilnehmer und eine Sache, als ich dieses Ergebnis gesehen habe, das motiviert mich weiterzumachen, weiter zu forschen, jeden Tag diese Strategien und Technologien, die wir bei uns im Programm nutzen, noch weiter zu entwickeln, um noch mehr solcher Ergebnisse zu haben, weil das einfach geil ist. Finanzielle Freiheit in 17 Tagen mit dem allerersten Produkt auf Amazon. 40.000 Euro Umsatz, 12.000 Euro Gewinn. Boah, was für eine krasse Aktion ist das bitte? Ja, ich habe Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Das ist schwierig zu verstehen, aber stell dir doch nur einmal vor, du loggst dich in dein Seller Central Account ein und du siehst genau diese Zahlen. Und genau das ist möglich. Du kannst das haben und stell dir vor, wie sich dein Leben verändern wird, wenn du das erst einmal hast. 2020, du siehst es hier, März 2020 bis April. Unfassbar. Das Ding ist, diese Strategie, das funktioniert nicht für jedes Produkt auf Amazon. Die Geschirrtücher hatte ich gerade schon mal genannt. Ich würde so sagen, ja, ich habe nicht jedes der hunderttausenden Produkte auf Amazon ausgezählt. Wenn ich so schätzen müsste, dann würde ich sagen, so, es sind so 2 bis 7% aller Produkte, für die das außerordentlich gut funktioniert. Das sind ein paar tausend auf Amazon, ja, aber es ist eben nicht für jedes.
Hier mal ein Beispiel für was das nicht ist und warum. Beispielsweise eine Knoblauchpresse wird niemals ein Life-Changer-Produkt darstellen. Warum nicht? Das Produkt ist einfach zu simpel. Du kannst deine Knoblauchpresse jetzt ein schöneres Design geben. Du kannst vielleicht sogar ein anderes Material wählen. Aber du kannst den Vorteil dem Kunden nicht als nennenswerten Life-Changer verkaufen. Du kannst damit nicht 5-mal, 10-mal, 20-mal höhere Verkaufspreise rechtfertigen, wenn deine Knoblauchpresse eine andere Schwingung hat. Das wird nicht klappen. Das wird nicht funktionieren. Du kannst hier nichts mit besseren Bildern oder einem besseren Marketing rausholen. Den Kunden ist das Marketing egal. Viele Leute gehen in die Nischen rein und denken, yo, ich schlage die Konkurrenz mit schöneren Bildern. Aber eine Knoblauchpresse, jeder Kunde weiß, was eine Knoblauchpresse macht. Wenn er die Knoblauchpresse sieht und das vom Preis und die Bewertung passt, dann kauft er die. Egal, ob du da ein schönes Bild drin hast mit Menschen, die diese Knoblauchpresse zerdrücken und dann geiles Essen am Ende haben. Das interessiert den Kunden nicht. Ja, das Produkt ist viel zu simpel. Diese Marketingstrategien funktionieren bei solchen Produkten nicht. Ja, das ist kein Life-Changer-Produkt. Davon gibt es schon 1000 Verkäufer. Du hast keine Chance. Und das sind die meisten Produkte. Aber wie gesagt, auch 2 bis 7%, das hört sich wenig an. Es ist aber natürlich auf Amazon eine gigantische Menge an Produkten. Und du musst nur wissen, wie du sie finden kannst. Was ist ein Life-Changer-Produkt? Also letztendlich das Zusammenspiel von dem Produkt selbst und den Möglichkeiten, die dir das Produkt bietet, was wir am Anfang gemacht hatten, diese 3 Punkte, dass du eben den Einkaufspreis vom Verkaufspreis abkoppeln kannst, dass wir auf jeden Fall ein Lifestyle-Produkt haben, was ein ernsthaftes Problem löst und ja, was wir als Life-Changer verkaufen können. Und das ist eben der 2. Punkt. Ne? Als Life-Changer verkaufen können bedeutet Marketing. Du musst nicht nur das Produkt selbst finden, sondern du musst es dann auch noch dementsprechend verkaufen. Da gibt es grundsätzlich 2 verschiedene Herangehensweisen, die extrem gut funktionieren. Die erste Herangehensweise ist es, du suchst dir ein passendes Lifestyle-Produkt, ja, zum Beispiel Shia, mit einem großen Markt und kopierst die Produkte, die da schon verkauft werden oder wie bei dieser Zahnpasta, kopierst es mehr oder weniger und überlegst, wie du es jetzt als Life-Changer verkaufen kannst. Das heißt, wie verändert die Zahnpasta, die du verkaufst, das Leben des Kunden? Wie verändern die Shia, die du verkaufst, das Leben des Kunden verhältnismäßig zu allen anderen Shia, die da verkauft werden? Die Funktionen sind die gleichen, du machst einfach nur ein besseres Marketing. Ja, dafür, wie gesagt, brauchst du das richtige Produkt, was das auch zulässt. Die 2. Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die ich persönlich bevorzuge, weil sie noch ein viel, viel größeres Potenzial bietet. Du suchst dir einen allgemein großen Markt, auch ein Lifestyle-Produkt, und entwickelst das Produkt, nicht nur das Marketing weiter, sondern entwickelst das Produkt selbst weiter. Und zwar zu einem Game-Changer. Erklärung kommt gleich und somit offensichtlich zu einem Life-Changer. Ja, das heißt, du veränderst das Produkt selbst, machst das Produkt selbst geiler und vermarktest dann die neuen Vorteile für den Kunden, dass er ganz klar sieht, okay, nur dieses Produkt hier, nur dein Produkt bietet mir, welchen Vorteil das auch immer jetzt ist, beispielsweise, dass der Zahnsteinschutz dabei ist, jetzt bei der Zahnpasta, jetzt nur als Beispiel, wenn das bei den anderen nicht der Fall wäre. Nur dein Produkt kann ihm das bieten. Diese Strategie nenne ich die Yeti-Strategie. Warum? Yeti ist eines der geilsten Marken überhaupt, eines der geilsten Projekte überhaupt. Und zwar hier ein Beispiel, wie ein Game-Changer zu einem Life-Changer wurde. Yeti ist hingegangen und hat aus dieser Thermoskanne, ja, die es vor 20 Jahren, 30 Jahren, wahrscheinlich schon vor 50 Jahren gab, den ersten Thermosbecher entwickelt. Die haben das Produkt nicht komplett neu gemacht. Ja? Das ist keine großartige Neuerfindung. Sie haben aber eine Funktion hinzugefügt, für den Kunden, und zwar, dass er einfach das Produkt mitnehmen kann, wo immer er auch will, und direkt daraus trinken kann. Das ist einfach eine simple Veränderung des Lebens. Der Kunde kann jetzt diesen Becher überall mit hinnehmen, kann seinen warmen Kaffee überall direkt trinken, muss nicht die riesige Flasche mit schöpfen oder muss das erst in diesen Becher reinfüllen. Und 2019 hat Yeti, mittlerweile natürlich gibt es 1000 Anbieter davon, aber nur Yeti, das waren die ersten, haben über 1 Milliarde mit A Umsatz gemacht. Also in den USA sind die riesengroß und können ihre Produkte für 60, 70 Euro verkaufen, während alle anderen das für 10 oder 15 Euro verkaufen können. Exorbitante Margen, exorbitante Gewinne. Und das, ja, das ist ja nicht mal eine übertrieben kranke Idee. Das ist einfach, das macht Sinn. Und es gibt ein System dafür, wie du genau auf solche Ideen kommen kannst. Denn diese Ideen, die sind schon überall versteckt. Du musst sie nur finden. Hier ein anderes Beispiel. Ja, es gibt Millionen von Möglichkeiten. Zum Beispiel Wasserkocher und eine Teekanne. Beides in eins zu machen, dass du in deinem Wasserkocher direkt Tee kochen kannst. Das wird sich nicht jeder kaufen, aber 10-20% des Marktes reichen vollkommen aus, wenn du der Einzige bist, der daran vermarktet. Und da sind unglaubliche Umsatzpotenziale. Teekanne, 200.000, 300.000, 400.000 Euro Umsatz im Monat, da kannst du mit deinem Produkt
den Preis völlig frei bestimmen, es gibt keine Konkurrenz, es ist einfach herzustellen. Das Einzige, was du machen musst, ist einen Wasserkocher verkaufen und dann einen Teesieb reinhängen. Ja? Hier eine Sache, die wir so umgesetzt haben und mittlerweile sogar dieses Design verkauft haben. Ein normales Pop-Up-Zelt, zwei Personen, haben wir ein Pop-Up-Zelt zum Stehen gemacht. Wir sind einfach zum Hersteller gegangen, haben gesagt, hey, können wir die Stangen und den Stoff ein bisschen anders machen? Keine große Sache, haben das so auf den Markt gebracht. Und jetzt, ja, nur dass du es nochmal verstehst, ist es egal, wie viele Bewertungen und wie viel dieses Zelt hier kostet. Der Kunde möchte in seinem Zelt stehen, weil dann kann er sich zum Beispiel anziehen in seinem Zelt. Ja? Er kann sich in seinem Zelt besser bewegen. Er hat eine bessere Luftzirkulation in seinem Zelt. Okay? Und das hat er nur bei unserem Produkt. Egal wie viele Bewertungen, wie günstig dieses linke Produkt ist, er wird in diesem Zelt nicht stehen können. Deswegen haben wir den klaren Vorteil und er wird sich für unser Produkt entscheiden, weil unser Produkt sein Leben sozusagen verändert. Für Camper verändert unser Produkt das Leben, weil sie ab jetzt in ihrem Zelt stehen können. Sie müssen sich nicht mehr hinsetzen oder am Liegen sich umziehen. Sie können was auch immer am Stehen machen. Und das ist einfach großartig. Ja, da ist eine große Firma uns zugegangen und hat uns diese Idee abgekauft, als wir es auf Amazon gebracht haben. Unglaublich, diese Möglichkeiten sind gigantisch, wie viel Geld damit drin ist. Und das ist der Appell. Es gibt auf Amazon Tausende von Life-Changern, die nur darauf warten, dass du sie findest. Dass du sie findest, dass du den Weg, diesen gesamten Prozess, Amazon FBA, die Herstellerfindung, Import, Marketingbilder, Texte, Verkaufspsychologie, dem Kunden erklärst, wie das Produkt sein Leben verändert, dass du das findest, dass du das machst, dass du das umsetzt. Und das sind hier Ergebnisse. Dezember 2019 bis Januar 2019, ein Monat ein Produkt von mir selbst, wie ich das gemacht habe. Hier ist aus einem Euro, ja, das ist der Return on Invest, 3,51 Euro geworden, weil wir hier den Verkaufspreis vom Einkaufspreis abkoppeln können. Ihr seht das, der Einkaufspreis bei diesem Produkt beträgt 4,40 Euro und der Verkaufspreis 30 Euro. 30 Euro bei 4,40 Einkauf. Natürlich kommt da extrem viel Gewinn rüber. In diesem Fall sind es knapp über 5.000 Euro gewesen. Und das Coole ist, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ja, hier brauchst du nicht mehr viel Geld, um das Produkt zu starten. 4,40 Euro mal knapp 300 Einheiten, mal 4,40 Euro, das sind 1.500 Euro Einkauf. Wir haben mit zwei Varianten gemacht, das heißt 3.000 Euro Einkauf und daraus haben wir schon 5.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Das musst du nicht mal vorstellen. Aus einem Euro werden hier 3,51 Euro. So, diesen Gewinn genommen, neues Produkt gemacht. Das hier oben ist ja nur ein Monat, Das lief natürlich weiter, im März 2020 gelauncht und 15.000 Euro in den ersten 32 Tagen verdient. Hier 298 Einheiten verkauft, auch hier siehst du wieder Einkaufspreis 13 Euro, 14 Euro, abgekoppelt vom Verkaufspreis, vollkommen abgekoppelt. Keiner hat die Möglichkeit auf Amazon so etwas zu tun, wir schon, weil wir diese Erkenntnis haben und wissen, wie wir die Produkte richtig vermarkten können und dementsprechend, ja, das 15.000 Euro in einem Monat zu verdienen. Wie sehr wünschst du dir dein Leben zu verändern? Wie geil ist das? Und das ist der Grund, warum ich mit Amazon FBA anfange. Weil es so geil ist. Und das ist der Grund, warum ich damals mit Amazon FBA gestartet bin. Weil ich diese riesige Chance, die außer mir irgendwie niemand sieht, erkannt habe und seitdem unterrichte und meine Teilnehmer genau die gleichen Sachen nachmachen und genau die gleichen Ergebnisse erzielen. Also, Amazon FBA ist 2020 der beste und vor allem schnellste Weg, wenn du weißt, wie es funktioniert, dein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und jetzt ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das sieht alles geil aus, das ist alles möglich, 100%. In den nächsten 3 bis 6 Monaten könntest du genauso ein Produkt auf Amazon verkaufen. Du willst die finanzielle Unabhängigkeit, du willst, sonst hättest du dieses Video gar nicht angeschaut, du willst raus aus etwas, wahrscheinlich aus dem Hamsterrad oder deinem Leben verändern. Du willst mehr Zeit, mehr Geld, finanzielle Freiheit, was dir wirklich wichtig ist. Aber bevor du das erreichen kannst, bevor du solche Produkte verkaufen kannst, musst du, nichts kommt von heute auf morgen, du musst Geld investieren und du musst Zeit und Arbeit investieren. Diese drei Sachen, die musst du investieren und dann, wenn du die richtigen Strategien nutzt, dann ist in den nächsten 3 bis 6 Monaten dein erstes Produkt am Markt und du wirst genau die gleichen Ergebnisse, die ich dir hier gerade gezeigt habe, erzielen. Es gab nie eine bessere Chance, es wird auch nie eine bessere Chance geben, als jetzt anzufangen. Ja, die zweitbeste Chance ist morgen, die drittbeste Chance ist übermorgen. Es gab nie eine bessere Chance anzufangen und was an deiner Situation zu verändern. Und genau aus diesem Grund mache ich dir jetzt ein Angebot. Ich zeige dir dieses komplette System, diese komplette Strategie, wie du 1:1 auf dein Business übernehmen kannst, umsetzen kannst und in spätestens 6 Monaten dein erstes Produkt erfolgreich auf Amazon verkaufst und damit mindestens, das ist unsere Mindestanforderung für das erste Produkt, 1.500 Euro verdienst.
Die meisten unserer Teilnehmer verdienen zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Natürlich, es gibt auch Leute, die sind direkt darüber. Ich zeige dir gleich noch ein paar Ergebnisse. Es ist unglaublich, was möglich ist, wenn du weißt, was du tust. Denn Wissen ist Macht. Und das ist auch der Grund, warum du dieses Video gerade angeschaut hast. Einfach, weil das Wissen dir die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Wissen ist Geld. Also, wenn du daran interessiert bist, dann bewirb dich für mein Coaching. Ganz wichtig, wir arbeiten ausschließlich mit Leuten, die sich zu 100% entschieden haben, die die Motivation mitbringen und auch den Ehrgeiz mitbringen, wirklich was in ihrem Leben zu verändern. Das ist kein Hobby, das ist kein Versuch, sondern wer mit uns arbeitet, der hat sich dafür entschieden, sein Leben zu verändern und der wird in den nächsten 6 Monaten sein Business haben und das Business wird ihm Gewinne bescheren, mehr als er jetzt gerade in seinem eigenen Job verdient. Und wenn du dabei sein möchtest, dann bewirb dich unten beim Coaching. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Ergebnisse zeigen. Einfach, was die Leute davon halten. Wenn ihr auf alles hört und es 1:1 übernimmt, werdet ihr zu 99% erfolgreich. Ich würde sogar sagen zu 100. Ich hoffe nun, diesen Monat auch noch die 2.000 Euro zu knacken und so weiter und so fort. Ja, ich will jetzt das hier nicht ewig rauszögern. Hier, das ist der Kandidat, der die 20.000 Euro gemacht hat in der ersten Woche. Unglaubliche Ergebnisse. Wir haben die allergeilste Community. Schau es dir unbedingt mal an. Wenn du unten auf den Button hier klickst, dann kommst du zur Bewerbungspage. Da kriegst du auch noch einige Informationen, wie das Coaching genau abläuft. Unglaubliche Ergebnisse. Hier, das muss ich jetzt einmal vorlesen. Die Teile sind jetzt seit einem Monat auf dem Markt und ich komme nicht auf das Ergebnis klar. Mein ganzes Leben ist gerade in einer Art Ausnahmezustand. Ehrlich, ich flippe komplett aus. Meine Freundin übrigens auch. Freut mich auch immer, wenn die ganze Familie und der Background dahinter steht. Ja? Als wir am ersten Tag 4 Stück verkauft haben, war ich schon am Durchdrehen. Aber jetzt ist das einfach nicht normal, beziehungsweise ich hätte nicht gedacht, dass sowas tatsächlich möglich ist. Punkt, 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 Punkt. Aber ich will mich einfach bei dir bedanken, nicht nur für das Wissen, sondern vor allem für das Feuer und die Motivation. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Es sind über 20.000 Euro Umsatz und 7.000 Euro Gewinn. PPC ist schon abgezogen und das ist immer noch der erste Monat. Ich schicke dir gleich einen Screenshot davon. Das hätte ich mir niemals zugetraut. Ich weiß nicht mal recht, was ich jetzt machen soll und muss dir erstmal diese Nachricht schreiben. Ja, das ist der Grund, warum ich das mache und warum ich einfach Bock habe, noch mehr Menschen genau dabei zu helfen, so ein Ergebnis zu erzielen. Und hier ist der Screenshot. Absolut grandios. Timo, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das ist so was von absolut der Beweis dafür, wie geil dieses Business ist und was möglich ist. Dank dem Internet, dank Amazon und dank dem richtigen Wissen. So, und du hast jetzt genau 2 Möglichkeiten. Das ist immer das Tolle. Wir als Menschen, wir als freie Menschen, wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und die erste Option ist, du startest jetzt durch und du entscheidest dich. Du kannst diese Entscheidung in jeder Sekunde treffen, dein Leben endgültig zu verändern und deine Träume zu verfolgen und das jetzt zu tun. Nicht mehr zu sagen, nächste Woche passt es mir besser oder in einem Monat oder in einem Jahr, da passt es mir besser. Es wird niemals der perfekte Moment da sein, niemals der perfekte Augenblick. Den musst du dir selbst schaffen und jetzt gerade hast du die beste Chance dazu. Das ist die erste Möglichkeit und wenn du deine Träume verfolgen willst, dann gehst du jetzt nach unten, dann klickst du unten auf den Coaching-Button und die zweite Möglichkeit, die bleibt dir immer. Du erfindest jetzt eine Ausrede, ja, und es ist eine Ausrede, denn du willst starten, sonst hättest du dir dieses Video niemals bis hierhin angeguckt. Ja. Du bleibst in deiner Komfortzone und es wird sich nichts verändern. Du wirst in 2 Jahren genau da stehen, wo du jetzt stehst, in 10 Jahren da stehen, wo du jetzt stehst und das Gleiche tun. Das ist das Tolle, wir sind Menschen, wir können unsere Entscheidungen frei treffen. Und jetzt möchte ich dir abschließend noch ein sehr geiles Zitat vorlesen, was eins meiner absoluten Lieblingszitate ist, was mich damals bewegt hat, anzufangen und durchzustarten mit diesem Business. Wenn du nicht an deinen eigenen Träumen arbeitest, dann wird dich jemand einstellen, um an seinen Träumen zu arbeiten. Also, du bist recht herzlich eingeladen, wenn du motiviert bist, wenn du dich entschieden hast, dich im Coaching zu bewerben. Da schauen wir, ob wir zueinander passen und ob wir zusammenarbeiten werden. Und wenn wir das tun, dann kann ich dir versprechen, dass du in spätestens 6 Monaten dein erstes Produkt erfolgreich am Markt hast und dabei bist, deine Ziele und deine wahren Träume zu erleben.